Herzlich willkommen auf Hemmes Alp TV. Ja, mit einem Spontanvideo aus Cannstatt von der Neckarbrücke, also ohne Stativ. Falls ein bisschen wackelt, verzeiht's mir. Aber ich habe gedacht, wenn ich schon ein bisschen Zeit habe, nehme ich mal hier ein bisschen was auf. Und tue mir jetzt einfach mal rein hier. Weil da drüben tut sich auch gerade was. Da wird nämlich betoniert da drüben. Ne? So, auf der Seite vom, wo es in den Tunnel reingeht. So. Und dann haben wir da drüben den Fußgängersteig. Also wenn es ein bisschen wackelt, bitte. Verzeiht es mir, wenn ich gewusst hätte, dass ich zu früh los bin, hätte ich natürlich ein Stativ mitgenommen. Also, hier der Fußgängersteig und jetzt gucke ich noch ein bisschen weiter, also bis gleich. Ja, und hier wird gerade wieder alles plan gemacht hier. Gehen wir mal ein bisschen raus. Also, dass hier alles eben ist, um hier eine Fläche herzustellen für den Fußgängerweg, Steg, der ja hier ist. So, ich gehe noch mal ein Stück rüber, damit ihr mal einen tollen Einblick habt auf den Fußgängersteg hier, der jetzt neu gemacht wurde. Ja, ihr seht, so fast fertig, also fehlt nur noch eigentlich das Geländer und dann könnte man schon drüber laufen. Natürlich muss die andere Seite auch noch erst ein bisschen fertig sein, aber dann würde ich sagen, wäre das schon begehbar. Ne? Also, so, jetzt gehen wir noch ein bisschen drüber. Also hier drüben haben wir den anderen Untergang und dann geht es ja noch links rüber auf die andere Seite, also weg von der Neckarbrücke. Ja, und da drüben haben wir ja das Portal, wo die Ziege wieder in den Tunnel reinfahren. So, das soll es jetzt mal von hier aus gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen da. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Aber ich tue nochmal geschwind raus. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, hier unten kann man jederzeit kostenlos abonnieren. Hier rechts drüben gibt es ein Glöckchen, wenn man das anklickt, bekommt man immer Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wer Kommentare loswerden will, alles hier unten in die Kommentarleisten rein. Und ansonsten bleibt mir noch eins zu sagen. Achso, ja, bevor ich vergesse, bitte teilt das Video, teilt meinen Kanal und alle, die ihr kennt, weiter, dass ich noch ein paar Abonnenten bekomme. Und Walter möchte ich erstmal danken, für, dass er meine Videos auch mal bei S21 VTV mit reintut. Ja. Und ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video auf Hemmes Alp TV. Bleibt mir gewogen. Was ganz wichtig ist, bitte bleibt gesund. Euer Hemme. Tschüss, euer Hemme. Ciao.